hier haben wir's. Ich glaube, da liegt das Problem. Halt still, kleiner roter Traktor. Ich muss die Lichtmaschine lösen und nach dem Keilriemen sehen. Das war's. Ich glaube, es ist besser, wir fahren in die Werkstatt und besorgen einen neuen Keilriemen. Für alle Fälle. Komm, kleiner roter Traktor. Los geht's. Hallo, Herr Junker. Guten Morgen. Das passt ja gut. Ich kann mich jetzt sofort um den großen Blauen kümmern. Fabelhaft. Oh, und nicht vergessen, Nikolai, ihn nach der Inspektion schön zu polieren. Klar, mache ich. Er muss tipptopp aussehen. Dann bekomme ich den besten Preis für ihn. Den besten Preis? Sie denken doch nicht daran, ihn zu verkaufen. Doch, das tue ich. Ich bekomme nämlich einen neuen Traktor. Was? Das können Sie nicht tun. Doch, das kann ich. Sehen Sie mal hier. Das ist das neueste Modell, der 501er. Aber der große Blaue ist doch ein toller Traktor. Und er ist mehr als nur ein Traktor. Er gehört doch zur Gemeinschaft. Es ist der 501er. Das ist, als würde man einen Freund verkaufen. Was wäre, wenn wir Sie verkaufen würden? Würden wir nicht viel für kriegen. Oh, ich habe mir schon gedacht, dass Sie das nicht verstehen würden. Ich meine, schauen Sie sich hier doch mal um. Hier wurde seit Jahren jeder Fortschritt vermieden. Also bitte. Sie müssen mehr mit der Zeit gehen. Und weil wir gerade vom Gehen reden, ich muss jetzt los. Könnte mich vielleicht jemand von Ihnen nach Hause fahren? Hm? Hallo, Herr Junker. Wo ist der große Blaue? Hallo, Jan. Der ist in der Werkstatt und wird für morgen auf Vordermann gebracht. Es ist ja alles so aufregend. Wieso? Was passiert denn morgen bei ihm? Ich verkaufe ihn. Sie wollen den großen Blauen verkaufen? Ja. Sehen Sie, das ist das neueste Modell, der 501er. Aber der große Blaue ist doch ein guter Traktor und so gut wie neu. Ach, vergessen Sie es. Wenn ich mir Ihren alten Traktor so ansehe, hätte ich mir eigentlich denken müssen, dass Sie das nicht verstehen. Hören Sie, ich bin ein bisschen in Eile und könnten Sie mich vielleicht mitnehmen? Nein? Keine Sorge, mein Junge, wir lassen dich nicht einfach verkaufen. Hallo, ihr beiden. Hallo. Ihr habt es wohl schon gehört. Das können wir nicht zulassen, Jan. Ich bin ja ganz deiner Meinung, aber der große Blaue gehört nun mal Herrn Junker. Wenn wir ihm doch nur klar machen könnten, was für ein besonderer Traktor das ist. Das ist es. Walter, du bist ein Genie. Das sag ich euch schon seit Jahren. Ich hab einen Plan, aber dafür müssen alle mithelfen. Seid ihr dabei? Ja. Verlass dich drauf. Was für ein Plan ist das, Jan? Walter, du musst zuerst Schleppi und dann dich selbst verstecken. Wir sagen, ihr hättet was Dringendes zu erledigen. Danke, dass Sie gekommen sind, Stumpi. Ich kann ohne den großen Blauen nicht allzu viel schaffen. Wo ist er denn heute? Ich darf jetzt nur nicht Stumpi auch noch gegen mich haben. Ich brauche seine Hilfe. Naja, er macht Urlaub. Urlaub? Ja, Traktorenurlaub mit anderen Traktoren. Naja, warum auch nicht? Also, womit soll's losgehen? Tja, ich dachte, wir fangen mit dem Pflügen an. Ich glaube, das hier ist der perfekte Platz, um unseren Plan durchzuführen. Es ist schön und geschützt hier. Ich glaube nicht, dass hier sonst irgendjemand vorbeikommt. Dieser Baumstamm ist vielleicht doch ein bisschen zu schwer. Gut, wenn du meinst, dann nehmen wir ihn. Das ist wirklich eine echte Herausforderung, wenn der große Blaue dann hier ist. So müsste es gehen, Stumpi. Na dann los. Hopp, hopp. Tja, das sieht nicht gut aus. Das schafft er nicht. Ja, ich glaube, der große Blaue hätte in der Zeit schon den halben Acker umgepflügt. Und ich glaube, dass sie unsere Hilfe nicht länger brauchen. Fahren wir eben wieder nach Hause. Oh, nein. Natürlich brauche ich Ihre Hilfe. Ich weiß, wenn wir den Pflug hochheben, dann schrammt er nicht mehr so auf dem Boden entlang. Gute Idee. So. Herr Junker? Ja? Das hat uns nicht weitergeholfen. Und hier haben wir einen nagelneuen Luftfilter. So, und jetzt kommt mein Teil, um den Plan zu verwirklichen. Ich verstecke Schleppi. Was für ein Plan, was für ein Plan. Oh, keine Sorge. Jans Pläne klappen immer. So, das hätten wir. Also gut, kleiner roter Traktor, bist du soweit? Dann zieh!
Komm schon, kleiner roter Traktor. Gut gemacht. Tolle Leistung. Und jetzt müssen wir nur noch Herrn Junker herholen. Ich bin nicht sicher, ob das eine so gute Idee ist. Ach, wenn wir die Strohballen aus der Scheune in die Sonne schleppen, dann werden sie in 0, nichts getrocknet sein. Na gut, fangen wir an. Gut gemacht, Flitzer. Bist stärker, als du aussiehst. Hilfe! Hilfe! Sie hatten wohl recht, Stumpi. Es war doch keine so gute Idee. Ist es so, wie es aussieht? Ja, ist es. Kann mir hier bitte mal jemand raushelfen? Kein Problem. Der kleine rote Traktor und ich haben dich da ganz schnell befreit. Oh, Herr Junker, ich brauche Ihre Hilfe. Da hinten am Eulenwald blockiert ein Baumstamm den Weg. Wir wollten ihn wegziehen, aber der kleine rote Traktor ist nicht stark genug. Der große Blaue hat damit ganz bestimmt kein Problem. Ja, ich habe mir auch gedacht, dass Sie beide es schaffen würden, den Weg freizuräumen. Ich meine, wenn es mal einen Notfall gäbe und jemand müsste da plötzlich durch? Sie haben recht, im Notfall käme da niemand durch. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ja, genau. Ich hole den großen Blauen. Keine Sorge, wir haben alles im Griff. Aber ich dachte, der große Blaue würde Urlaub machen. Urlaub? Ja, so ein Traktorenurlaub zusammen mit anderen Traktoren. Warte, wir werden dich da jetzt erstmal rausholen. Du musst dir ganz schön den Kopf gestoßen haben. Nikola! Ich brauch den großen Blauen! Jetzt sofort! Es ist ein Notfall! Ein Notfall? Ja, ein Notfall. Der große Blaue und ich sind die Einzigen, die die Situation noch retten können. Tatsächlich? Ja, ja. Jans kleiner roter Traktor ist dafür viel zu schwach. Oh. Ich bin gerade mit ihm fertig. Sehen Sie, Sie können sofort los. Fabelhaft! Fahr los, großer Blauer! Viel Glück! Der Retter naht! Sieht aus, als würde Jans Plan funktionieren. Schön langsam, kleiner roter Traktor. Danke, Jan. Immer gern. Und dir danke ich auch, kleiner roter Traktor. Wir wollen mal sehen, was Herr Junker inzwischen macht. Kommst du mit? Oh nein, mir war das genug Aufregung für einen Tag. So, jetzt kann's losgehen. Ausgezeichnet, Herr Junker, das schaffen Sie. Natürlich schaffen wir das. Und weiter, großer Blauer. Haha, wunderbar. Gut gemacht, glänzend. Haben Sie das gesehen, Jan? Gute Arbeit. Das war ein sehr schwerer Baumstamm. Ach, das war ein Kinderspiel. Der große Blaue ist ja so stark und mit mir am Lenkrad. Haha, zusammen sind wir riesig. Ist zu schade, dass Sie ihn verkaufen wollen. Oh nein, ich habe meine Meinung geändert. Zwei Gewinner sollten sich nie trennen. Und der 501er? Na ja, ich glaube, Sie hatten alle recht. Der große Blaue ist mehr als nur ein Traktor. Ich erwarte nicht, dass Sie das verstehen, aber nun, ich habe ihn im Laufe der Zeit richtig lieb gewonnen. Sie meinen, er ist für Sie mehr ein Freund als nur ein Traktor? Ja, genau das ist er. Ein Freund. Oh, ich verstehe das sehr gut. Ich wüsste auch nicht, was ich ohne meinen Freund machen sollte, meinem kleinen roten Traktor. So, das war's. Der Hänger ist angekuppelt. Das Erste heute auf unserer Aufgabenliste ist, nach den Schafen zu sehen. Alles klar? Das ist ja seltsam. Ich kann die Schafe nirgendwo entdecken. Tja, weißt du, der Sache sollten wir mal nachgehen. Das machen sie doch sonst nicht. Ich habe sie noch nie auf dieser Seite vom Feld zusammenstehen sehen. Vielleicht hat sie irgendetwas erschreckt. Streunt hier etwa ein Hund herum? Wollen mal sehen, ob hier irgendwo ein Loch in der Hecke ist. Was war das? Da ist doch irgendwas. Ich höre es.
Warte. Ich sehe da irgendetwas. Es ist nur ein Kaninchen. Na komm, lass uns weitersuchen. Guten Morgen, Jan. Guten Morgen, Michael. Ich bin auf der Suche nach einem streunenden Hund. Ich habe keinen gesehen und ich bin schon ums ganze Feld gejoggt. Ja, ich werde mal die Augen offen halten. Aber Sie haben doch schon einen Hund. Wie war mal noch sein Name? Flecky. Flecky, genau, so heißt der Hund. Ja, aber mir geht es darum, dass irgendetwas meine Schafe erschreckt hat. Und ich kann mir nur vorstellen, dass es ein streunender Hund war. Oh, da gibt's ein neues Tier in der Nachbarschaft. Es ist sowas wie... Ach, wirklich? Ein Was? Lama. Herr Junker hat jetzt ein Lama. Ein Lama? Ein Lama, so ein großes weißes Tier. Sieht wie ein Kamel aus. Nein, eigentlich doch nicht. Ich frag mich nur, was Herr Junker mit einem Lama will. Was weiß ich. Also, ich muss weiter noch ein paar Kalorien wegjoggen. Wiedersehen. Komm, kleiner roter Traktor. Lass uns die Hecke noch mal genau ansehen. Mal sehen, was Jan zu der neuesten Errungenschaft auf meinem Hof sagt. Er wird sicher gelb vor Neid werden. Hallo Lama, ich bin's, der liebenswerte Herr Junker. Also, was hältst du von einer tollen Schrubber-Rubbel-Bürstenmassage? Und schon geht's los, braves Lama. Ups, da ist ja ein kleines verklebtes Fellknäuel. Da muss ich wohl ein bisschen kräftiger bürsten. Augenblick, das haben wir gleich. Warum hast du denn das gemacht? Hilfe! Hallo? Ich bin hier oben, Stumpi. Was machen Sie denn da oben? Mein Lama hat mich eben angegriffen. Was sagen Sie, hat Sie angegriffen? Ach, ein Lama. Dieses Tier, das vor Ihnen steht. Oh, ich verstehe. Sie haben doch nicht ernsthaft Angst vor diesem flauschigen Tierchen. Seien Sie vorsichtig, Stumpi. Es kann Sie jeden Moment angreifen. Hallo, mein kleiner Freund. Du bist ja richtig niedlich. Also das Tier kommt mir recht freundlich vor. Könnten Sie sich vielleicht langsam von diesem Lama trennen, um mich hier runterzuholen? Tja, da muss ich Jan anrufen. Ich habe hier keine Leiter, verstehen Sie? Ach, ich muss hier oben bestimmt wie der letzte Clown aussehen. Sieht aus, als wäre ein streunender Hund durch die Hecke gekrochen. Wir sollten dieses Loch lieber verschließen. Hallo? Tag, Stumpi! Herr Junker? Er hängt in einem Baum fest? Ich hole sofort meine Leiter. Wir sind gleich bei euch. Komm, kleiner roter Traktor. Wir müssen Herrn Junker aus dieser Lage befreien. Danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Also dieses Lama, sagen Sie, hat Sie angegriffen? Ja. Ich war gerade dabei, sein Fell zu schrubben, da hat es mich angespuckt. Soweit ich gehört habe, machen das Lamas normalerweise nicht. Noch schlimmer. Es hat mich mit einem Tritt in den Baum befördert. Dabei hat man mir erzählt, das Lama wäre zahm. Ich schlage vor, dass Sie zuerst sein Fell nass machen. Es ist nämlich weitaus leichter, das Fell zu bürsten, wenn es nass ist. Da hat er sicher recht. Ich find's auch angenehmer, mein Haar zu pflegen, wenn's nass ist. Ja, ich hab's verstanden. Also vielen Dank Ihnen allen für Ihre Hilfe. Jetzt wird sicher alles wunderbar laufen. Tja, wir müssen jetzt auch wieder los, um ein Loch in der Hecke dicht zu machen. Sagen Sie Bescheid, wenn Sie wieder was brauchen. So, mein süßes kleines Lama. Wir hatten zwar einen ziemlich schlechten Anfang, aber wie wär's denn jetzt mit einer erfrischenden Dusche? Was meinst du? Ah, oh, der Wasserstrahl ist zu stark eingestellt. Entschuldige. Nicht schon wieder. Igitt. Das nicht auch noch. Oh, wir waren schon ganz dicht dran. Wir hätten fast den ganzen Weg ohne Panne geschafft. Hören Sie, Walter! Rosti, du kannst ja sprechen. Das war doch nicht Ihr Wagen, Sie Trottel! Herr Junker? Ich bin hier oben. Oh, guten Tag. Ein schöner Tag, um auf Bäume zu klettern. Unsinn. Ich klettere nicht auf Bäume. Ich sitze hier fest. Könnten Sie mir vielleicht wieder runterhelfen? Ich habe leider keine Leiter. Ah ja, ich werde Jan anrufen. Oh, nein. Oh, sieh mal an, ein Lama. Hallo, mein Junge. Du bist aber ein hübsches kleines Kerlchen.
Seien Sie vorsichtig, das Tier ist gefährlich. Sie fürchten sich doch nicht vor einem Lama. Es ist so niedlich. Sehen Sie sich dieses süße Gesicht an. Walter, würden Sie mir jetzt bitte hier runterhelfen? Klar, entschuldigen Sie, ich rufe schnell Jan an. Oh, den wirst du mögen. Die beiden haben sich schon begrüßt. Ich hoffe, dass die Schafe jetzt wieder sicher sind. Das Dumme ist nur, dass wir natürlich nicht immer hier sein können, um auf sie aufzupassen. Hallo? Hallo, Walter. Tatsächlich? Ja, ich verstehe. Wir sind schon unterwegs. Du wirst es nicht glauben, kleiner roter Traktor. Wir müssen Herrn Junker schon wieder aus dem Patsche helfen. Na komm, los geht's. Ich wollte sein Fell nass machen, bevor ich es bürste, aber der Wasserstrahl war zu stark eingestellt. Zu stark eingestellt? Ja, der Schlauch, verstehen Sie, war auf vollen Druck eingestellt. Warum haben Sie nicht einfach einen Eimer benutzt? Kein Wunder, dass sich das Tierchen aufgeregt hat. Hören Sie an, ich glaube, Sie haben recht. Ich mache alles falsch. Was ich auch tue, regt das Lama auf. Und es scheint alle zu lieben, nur mich nicht. Möglicherweise habe ich eine Idee, die uns beiden hilft. Wie wär's, wenn ich das Lama mit zu mir nehme? Aber wofür brauchst du denn ein Lama, Jan? Irgendetwas hat meine Schafe beunruhigt. Lamas sind ganz wunderbare Wächter. Also könnte es zu mir aufs Feld und auf die Herde aufpassen. Die Frage ist nur, wie bekomme ich es zu mir rüber? Ich habe eine Pferdebox. Die können Sie benutzen. Kleiner roter Traktor, bist du bereit, das Lama zum Feld zu bringen? Oh, Jan, vielen Dank. Wenn ich noch irgendwas tun kann. Na ja, Sie könnten mich und Rossi zur Werkstatt schleppen. Oh, aber gern. Sieht aus, als hättest du einen neuen Freund gewonnen, kleiner roter Traktor. Hallo, Stumpi. Hallo, Jan. Ich wollte nur mal sehen, wie sich das Lama eingelebt hat. Es fühlt sich hier wohl. Sein neues Zuhause scheint ihm zu gefallen. Die Schafe sind ganz begeistert von ihm. Und es hat sich mit dem kleinen roten Traktor angefreundet. Willkommen auf dem Gösselhof. Bekommt es auch einen Namen? Eine gute Idee. Wie wär's mit Zottel? Oh, der Name gefällt ihm. Willkommen, Zottel. Ich wollte nur vorbeikommen, um zu schauen, wie es dem Kerlchen so geht. Wie Sie sehen können, geht es ihm bestens. Kommen Sie doch her und begrüßen Sie ihn. Hallo, Lama. Sein Name ist Zottel. Hallo, Zottel. Ach, kommen Sie. Er wird Sie schon nicht beißen. Er hasst mich! Bitte nicht treten! Jetzt ist ja alles in Ordnung. Tja, aber wo ist Herr Junker hin? Tja, ich weiß auch nicht. Könnte mir vielleicht irgendjemand hier runterhelfen? Oh je, sieht aus, als würden wir schon wieder die Leiter brauchen. Das war wieder ein toller Song, nicht wahr? Und nun noch eine Meldung zu dem Film Die Außerirdischen, der heute Abend im Park gezeigt wird. Die Vorstellung ist total ausverkauft. Tut uns leid. Oh nein, den wollte ich unbedingt sehen. Für die Glücklichen unter euch, die noch eine Karte ergattert haben, der Film beginnt um Punkt 20 Uhr. Zur Einstimmung nun die Band Die Kometen mit ihrem Song Die Männer vom anderen Stern. Das ist zu schade. Ich weiß, dass es alles Unsinn ist, aber ich liebe diese Science-Fiction-Filme. So, und damit bist du fertig. Und jetzt lass uns die Getreidefelder ansehen, ob wir schon ernten können. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Fabelhaft! Sieht aus, als könnte das Getreide schon bald geerntet werden. Ach, so eine dämliche Wespe. Wo war ich? Ach ja, beim Ernten. Zisch ab! Wir machen uns vom Acker. Komm, großer Blauer. Weg mit dir! Ach, raus hier! Lass mich zufrieden! Autsch! Oh, Vorsicht! Oh Mann! Das war knapp! Gut gemacht, großer Blauer! Oh nein! Sieh nur! Sieh dir mein geliebtes Getreidefeld an! Ich glaube, es ist besser, wir mähen dieses Feld gleich. Ich möchte wirklich nicht, dass jemand dieses Chaos sieht. Komm, lass uns Ernte holen. So, da sind wir. Perfekt.
genau richtig gemäht zu werden. Komm, kleiner roter Traktor, lass uns zum Gutshof und fragen, ob wir uns Ernte ausleihen können. Wir haben keine Zeit zu verlieren, Ernte. Ich möchte unbedingt vermeiden, dass irgendjemand mein Feld in diesem Zustand sieht. Dieser verflixte Reporter. Oh, wie aufregend. So was habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Oh, jetzt macht er auch noch Fotos davon. Ich muss mir ganz schnell was einfallen lassen. Oh, dieser Bericht kommt bestimmt auf die erste Seite. Ah, einen wunderschönen guten Tag. Ist das Ihr Feld? Nun, ja. Wissen Sie, was da passiert ist? Ich, nein. Ich habe es heute Morgen so vorgefunden. Tatsächlich? Ja, Landstreicher. Es müssen Landstreicher gewesen sein, die alles zertrampelt Unsinn. Haben. Unsinn. Sehen Sie doch die Größe der Spuren. Vielleicht hatten sie besonders große Füße? Das waren Außerirdische. Die einzig mögliche Erklärung. Sie sind gelandet und haben diese wundervollen Kreise im Feld hinterlassen. Ja, also oh, das denke, müssen Sie sich von oben ansehen. Das muss einfach umwerfen von oben aussehen. Holen Sie eine Leiter und sehen Sie sich's aber an. Aber ich... Die Leute werden von überall herkommen, um das zu sie sehen. Meinen, sie werden gutes Geld dafür zahlen. Geld? Na sicher, aber was das Wichtigste ist, ich habe damit eine super Geschichte für meine Zeitung. Das ist eine Riesensensation. Meine Geld. Geschichte wird in aller Munde sein. Ernter ist nirgendwo zu sehen. Ich vermute, Herr Junker ist selbst mit ihm aufs Feld zum Mähen. Na gut, dann müssen wir eben irgendetwas anderes machen. Was hältst du von einer gründlichen Wäsche und einer tollen Politur? Das waren Wege des Herzens von Roland Weich und den Pochpochs. Und nun ein aktueller Beitrag. Hallo. Hä? Kommen Sie und staunen Sie über das an ein Wunder grenzende Ereignis. Für ein kleines Entgelt bekommen Sie die Gelegenheit, sich die Kreise im Kornfeld anzusehen, die Außerirdische mit ihren Raumschiffen hinterlassen haben. Herr Junker? Kommen Sie zum großen Feld hinter dem Gutshof und lassen Sie sich auf etwas Außerirdisches ein. Schecks sind auszustellen auf Herrn Junkers Abenteuer. Kinderhalber Preis. Herr Junker übernimmt keinerlei Haftung bei Nichtgefallen. Und nun... Kreise im Kornfeld? Außerirdische? Was ist denn in Herrn Junker gefahren? Das sollten wir uns mal ansehen, kleiner roter Traktor. Komm, los geht's! Das glaube ich einfach nicht. Das ist umwerfend. Hier ist wirklich ein Raumschiff gelandet. Es muss riesengroß gewesen sein. Sieh dir das mal an. Ich werde versuchen, heute Nacht wach zu bleiben, für den Fall, dass sie nochmal zurückkommen. Ja. Oho, Elsie. Also ich muss sagen, ich bin ganz aus dem Häuschen. Ehrlich, Sie verpassen eine Sensation, Nicola. Unglaublich, dieser Anblick. Wissen Sie, ich glaube nicht an diese Raumschiffe. Es wird sich eine ganz normale Erklärung dahinter verbergen. Nun, das ist Ihre Meinung. Ah, da kommt Jan. Ich bin sicher, er wird nicht daran zweifeln. Wir haben Sie gerade im Radio gehört, Herr Junker. War ich nicht fabelhaft? Was ist das für eine Geschichte mit diesen Außerirdischen? Das hättest du jetzt nicht fragen dürfen. Überzeugen Sie sich doch selbst. Das Eintrittsgeld, bitte. Rausgeworfenes Geld. Für so etwas kann man normalerweise nicht genug verlangen. Sie schon. Also, das sieht für mich wie Reifenspuren von einem Traktor aus. Nein, das sind Raumschiffspuren. Fragen Sie doch Fritz. Fritz ist Experte für solche Angelegenheiten. Ja, das sind zweifellos Spuren der Raumschiffe von Außerirdischen. Und sie werden mit Sicherheit wiederkommen. Die kommen wieder? Oh, die kommen wieder? Ja, nach meiner Erfahrung geschieht alles zweimal. Ich würde mich jetzt auf das Nachbarfeld konzentrieren. Morgen früh werden dort die gleichen Spuren sein. Oh nein. Morgen früh? Das bedeutet, die Außerirdischen werden heute Nacht auf diesem Feld landen? Also muss ich... Ich meine, was ich sagen will, ist, heute Nacht werden neue Spuren entstehen. In der Tat. Oh, in was für eine Lage habe ich mich dann nur gebracht. Mann, die Gelegenheit darf ich nicht verpassen. Nicola, ich kann leider nicht mit dir ins Kino gehen. Mir ist was Wichtiges dazwischen gekommen. Ach, Papst, ich hab mich so darauf gefreut. Geht es um den Film, der im Park läuft? Ich komm gern mit dir. Wirklich, Jan? Das finde ich toll. Das finde ich auch. Sollen wir dich so gegen 7:30 abholen? Na wunderbar. Sagen Sie, Fritz, wenn das zweite Raumschiff landet, macht es dann dasselbe Muster im Feld? Oh nein, Walter. Normalerweise viel größere. Oh nein. Das ist die Chance, ein Raumschiff von Außerirdischen zu sehen. Ach, Sie, Walter. Was? Fritz?
Oh, was machen Sie hier? Ich möchte dieses Raumschiff sehen. Ich auch, Walter. Kommen Sie, setzen Sie sich. Wir können hier doch auch gemeinsam warten. Wer weiß, wann das Raumschiff landen wird? Genau, ja. Ich hatte bisher noch nie einen Film in einem Freilichtkino gesehen. Es war toll. Auch wenn einiges ein bisschen weit hergeholt war. Außerirdische? Eine Stulle? Oh, danke. Was war das? Das? Käse mit Gürkchen. Nein, merken Sie es nicht. Doch, ja, Käse mit Gürkchen. Ich meine nicht das Brot. Die Erde bebt und dieses Geräusch. Oh ja. Oh, ich weiß, was Sie meinen. Fritz, diese Raumschiffe, wie groß sind die? Ich habe keine Ahnung. In Natur habe ich noch keins gesehen. Oh, ich dachte, Sie wären ein Experte. Da ist nämlich eins. Walter, es kommt direkt auf uns zu. Ich hau ab. Warten Sie auf mich. Aber erst noch ein Foto. Eigenartig. Diese Lichter, die sehen genauso aus wie in dem Film. Hey, loslassen, das ist meine Kamera. Meine, Sie haben die vertauscht. Weg hier! Oh, meine Augen! Was ist da los? Hören Sie doch auf damit! Was, ich? Fahr los, kleiner roter Traktor. Retten Sie mich! Ja. Vorsicht! Wer ist denn da? Herr Junker? Herr Junker, Sie sind also ein Außerirdischer? Ich, nein, das ist, ich kann es erklären. Was geht hier bitte vor? Ah, also haben Sie diese Kreise im Kornfeld gemacht? Es war mehr ein Zufall. Zuerst waren da... Einen Moment mal, zuerst das Wichtigste. Ist niemandem etwas passiert? Oh, ja, alles prima. Ich bin geschockt. Ich glaube, mir geht es auch gut. Wer fragt denn Sie? Jetzt hören Sie mal zu. Sie haben doch schließlich mit dem hirnverbrannten Zeug angefangen. Hirnverbrannt? Ich dachte, diese Kreise wären echt. Es ist alles Ihre Schuld. Hört mal. Das Wichtigste ist doch, dass niemandem etwas passiert ist. Ja, dank dem kleinen roten Traktor. Wäre er nicht gewesen, hätte uns sicher der große Blaue angefahren. Ah ja, das ist es. Das ist meine Titelgeschichte. Oh, ich sehe sie schon vor mir. Raumschiffliebhaber vor bösartigen Bauern gerettet. Oh nein. Von einem mutigen Traktor. Lasst uns ein Foto machen und lächeln. Moment. Guten Morgen, Walter. Hallo, Jan. Hey. Fahrt ihr nicht in die verkehrte Richtung? Nein, wir haben schon eine Menge getan. Ich wollte noch mal nach den Kühen sehen, bevor wir nach Haus zum Frühstücken fahren. Gut. Und was kann ich für dich tun? Nichts, vielen Dank. Ich wollte nur mal Hallo sagen. Oh, das ist ja nett. Aber vielleicht doch tanken? Oder ein Tröpfchen Öl? Naja, wenn du mich so fragst, könntest du vielleicht doch beim kleinen roten Traktor etwas Kühlwasser nachfüllen. Naja, siehst du, immerhin etwas. Also gut, großer Blauer. Jetzt werden wir einen schönen neuen Ententeich anlegen. Ganz langsam. Sehr gut. Eine letzte Ladung noch und dann heben wir es schön tief für die Entenküken aus. Hm? So, das war's. Ein aufgefüllter Traktor. Danke, Walter. Und jetzt lassen wir dich weitermachen. Bis bald. Ja klar, bis später dann. Und wieder ein zufriedener Kunde, Schleppi. Das ist seltsam. Nikola, hast du das Wasser abgedreht? Stoß ihn mal mit dem Paddel an. Das wäre aber nicht nett. Dann mache ich es eben. Nein, Max. Stumpi! Stumpi! Oh, mein Hut! Oh, nun macht schon, ihr zwei. Legt mal einen Schlag zu. Wir erreichen das Ufer nie, wenn ihr nicht rudert. Aber Stumpi, wir können sowieso nicht ans Ufer rudern. Wir haben nämlich kein Wasser. Kein Wasser? Wo ist denn das Wasser hin? Es ist verschwunden, Stumpi. Wir sitzen auf dem Trockenen. Oh, also gut. Also, ihr bleibt da ruhig sitzen und ich werde Hilfe holen. Entschuldigt, Mädels, ihr habt ja keinen Tropfen Wasser mehr. Oh. Wieso funktioniert das nicht? Ich möchte wissen, ob die Nachbarn auch Probleme mit dem Wasser haben. Oh, das ist gar nicht gut. Ich steche hier fest. Ja, aber was sollen wir denn jetzt machen? Oh, keine Ahnung, Emma, Schatz. Wir beide könnten es doch mal versuchen. Wir sind viel leichter als Stumpi. Kommt nicht in Frage. Was ist, wenn ihr beide auch versinkt? Ja, vielleicht hast du recht. Hm,
Ich glaube, ich habe da eine gute Idee. Hier kommt auch kein Wasser mehr. Tja, ich möchte mal wissen, wo Herr Junker ist. Lass uns noch mal zurück zur Werkstatt. Vielleicht hat Walter ihn gesehen. Warte mal, das hört sich nach dem großen Blauen an. Sie müssen auf dem hinteren Feld sein. Warum bin ich da nicht drauf gekommen? Manchmal, Stumpi, glaube ich, dass du nichts unter deinem Hut hast. Geschafft! Gut gemacht, Kinder! Wir gehen jetzt und holen Hilfe! Geht zu Herrn Junker, der wohnt am nächsten! Und beeilt euch! Ich sinke immer tiefer! Wunderbar! Stabil wie ich! Oh! Was haben Sie denn da gemacht? Was? Ach ja, wir waren sehr fleißig. Wir haben schwer geschuftet, um einen Damm zu bauen. Sie haben den Fluss gestaut. Fluss? Das war noch nie ein richtiger Fluss. Ich lege hier einen entzückenden Ententeich an und es wird nicht lange dauern, bis sich die ersten Wildenten hier niederlassen. Wer kann schon so einem Prachtteich widerstehen? Aber Sie verhindern dadurch, dass das Wasser zu meinem Hof fließen kann. Na und wenn schon. Sie können von mir Wasser haben. Ich habe genug davon. Sie haben auf Ihrem Hof auch kein Wasser mehr. Was? Oh, unmöglich. Jan! Jan! Stumpi steckt fest. Er versinkt im Schlamm. Das Boot sitzt auch fest. Der Fluss ist ausgetrocknet. Stumpi braucht Hilfe. Beruhigt euch. Langsam, ganz langsam. Der Fluss ist ausgetrocknet. Das Boot steckt im Schlamm fest. Und Stumpi steckt auch im Schlamm fest. Und er sinkt immer tiefer. Ui. Kommt, ihr zwei, springt drauf auf den Hänger. Jan, Sie sollten sich beeilen. Dieser Damm, sehen Sie, er ist nicht so stabil, wie ich dachte. Kommt schnell, fahren wir. Oh, sieht aus, als hätten wir wieder einmal großen Mist gebaut. Beeil dich, Jan! Ich sinke immer tiefer! Keine Angst, Stumpi, wir holen dich da schon raus. Stimmt's, kleiner roter Traktor? Also, fang das Seil, wenn ich's dir zuwerfe. Du hast es gleich, Stumpi. Ich schaffe es nicht. Je mehr ich mich bewege, desto tiefer sinke ich. Lass es uns nochmal versuchen. Oh, das sieht aber gar nicht gut aus. Und ich wette, wenn Stumpi weggespült wird, werden sie mir am Ende die Schuld dafür geben. Ich hab's. Komm, großer Blauer. Wir werden diesen Tag noch retten. Wir werden die Helden sein. Hoffentlich funktioniert das. Mach schon, Jan! Ja! Geschafft, Jan! Du hast mich! Bist du soweit, Stumpi? Ja, ich bin soweit. Okay, kleiner roter Traktor. Wir müssen jetzt ganz besonders vorsichtig sein, ja? Sachte, Jan. So ist es gut, Junge. Ganz, ganz langsam. Oh, das Seil schnürt mich ganz schön ein. Kannst du dich schon besser bewegen, Stumpi? Oh nein, ich werde nur immer länger. Oh. Sehr gut gemacht, kleiner roter Traktor. Oh, noch einmal davongekommen. Oh, nein, meine Schuhe sind weg. Na ja, Hauptsache, dir geht's gut. Es wird alles gut, es wird alles gut. Wir sind da. Also, wir dürfen keine Zeit verschwenden. Wir brauchen ein Seil und, Stumpi. Es sieht nicht so aus, als würden Sie in großer Gefahr schweben. Ich war in großer Gefahr, aber ich wurde gerettet. Wir haben ihn zusammen gerettet. Zuerst einmal mussten sich Emma und ich selber retten. Also ist niemand mehr da, den ich retten könnte? Ich fürchte nicht. Sie kommen ein bisschen spät. Tja, was mich verwirrt ist, wie konnte ich da überhaupt stecken bleiben? Ich meine, wo ist der Fluss hin? Herr Junker, ich glaube, das können Sie ihm am besten erklären. Ja, sicher. Also, sehen Sie, ich wollte einen Teich anlegen für die kleinen Entenküken und dafür habe ich dann, ich habe den Fluss gestaut. Den Fluss gestaut? Sie haben den Fluss,
Was Dämlicheres kann man ja wohl nicht... Ich hab's doch für die Entenküken getan. Diese süßen kleinen Küken. Jetzt ist unser Boot untergegangen. Jetzt können wir nie mehr zum Meer rudern. Das ist richtig. Nicht ohne Boot. Herr Junker? Haben Sie nicht ein Boot? Ein Boot? Nein, das ist schon mehr eine Yacht mit einem Mast und all sowas. Ah, ich verstehe. Ich glaube, ich habe begriffen, was Sie meinen. Hören Sie, wollen wir nicht alle mal zusammen rausfahren und einen Nachmittag auf meiner Yacht genießen? Das ist irgendwie was anderes. Tja, ich könnte euer Boot ja auch später wieder da rausziehen. Was meint ihr dazu? Ja, toll! Na los, Stumpi, kommen Sie auf die Beine. Wo sind denn überhaupt Ihre Schuhe? Meine Schuhe? Die stecken im Schlamm fest und das verdanke ich Ihnen. Na gut, wir könnten ja unterwegs bei dem großen Schuhladen halten und Ihnen ein neues Paar Schuhe kaufen. Abgemacht! Und ein erholsamer Nachmittag an Bord wäre mir auch recht nach all den Aufregungen. Oh, ich krieg neue Schuhe. Habt ihr Füße das gehört? Oh, danke, Jan. Und danke, kleiner roter Traktor. Das haben wir doch wirklich gern gemacht. Puh, ohne euch wäre ich da wohl erledigt gewesen. Ihr zwei seid und bleibt die Besten. Die Blätter bekommen im Herbst wunderschöne Farben. Wenn es doch nur nicht so viel Arbeit machen würde, sie aufzusammeln. Hallo, kleiner roter Traktor. Hallo, Jan. Hallo, ihr zwei. Habt ihr schon was Besonderes vor, wenn ihr hier fertig seid? Nein, wir haben noch nichts geplant. Oh, Flecki. Flecki ist älter geworden. Als er noch jünger war, ist er den Blättern wie ein Verrückter nachgejagt. Das hat ihm riesigen Spaß gemacht. Jetzt macht er sich nichts mehr daraus. Hättet ihr nicht Lust, mal auf Jagd zu gehen? Was? Ach, du meinst Fangenspiel. Du bist... Nein, ich meine etwas anderes. Was denn? Eine Schnitzeljagd. Eine Schnitzeljagd? Ich hab gesagt, du. Was ist eine Schnitzeljagd? Es ist sowas Ähnliches wie eine Schatzsuche. Einer legt eine Spur aus Papierschnitzeln und die anderen verfolgen die. Und wenn man denjenigen, der die Spur gelegt hat, gefunden hat, dann gibt's eine Überraschung. Das hört sich ja toll an. Was für eine Überraschung? Wenn ich dir das jetzt verraten würde, wär's ja keine Überraschung mehr, stimmt's? Also, habt ihr Lust auf eine Schnitzeljagd? Ja, und wie? Finde ich klasse. Ich glaube, es ist das Beste, wenn der kleine rote Traktor und ich die Schnitzelspur legen. Und vielleicht sollten wir noch ein paar andere Jäger suchen. Wollen wir nicht mal Thomas und Leo fragen? Ja, klar! Also, ich muss nur kurz mal nach Plätscherbach, Thomas. Wir haben keine Zeit, um Eis oder Süßigkeiten zu kaufen. Schon klar, Onkel Jasper. Schnell hin und schnell zurück. Ich muss diese Blätter hier wegschaffen. Ja, Onkel Jasper. Ah, Jan, hab leider keine Zeit. Ich muss nach Plätscherbach. Tja, eigentlich wollte ich auch gar nicht zu Ihnen. Nun, wenn Sie nicht zu mir wollen, zu wem wollen Sie denn dann? Herr Junker, darf Thomas mit uns spielen? Aber natürlich, los, zieh ab, Thomas. Ich meine, du kannst gerne spielen gehen, wenn du möchtest. Bis nachher, Onkel Jasper. Ja, bis nachher. So, jetzt nur noch festziehen und das war's. Ja, aber was ist mit der Zündklatze? Alles in Ordnung. Hört sich an, als ob Walter hier wäre. Ich hab doch gesagt, denk an die Zündkerze. Sehr gut, ja. Oh, hallo ihr. Wir möchten eine Schnitzeljagd machen und wollten fragen, ob Leo mitspielen möchte. Ja, gerne. Eine Schnitzeljagd? Ich war nicht mehr auf einer Schnitzeljagd seit... Naja, seit... Ich war noch nie auf einer Schnitzeljagd. Dann hast du jetzt die Gelegenheit dazu. Willst du nicht mit uns kommen? Ja, warum nicht? So viele Blätter. Ist jeden Herbst dasselbe. Sie werden braun, fallen vom Baum und dann sagt Elsie, ich soll sie wegfegen. Hallo, Stumpi. Elsie lässt sie wieder schwer arbeiten, hm? Ja, ich fege immer alles zusammen und dann kommt der Wind und bläst sie wieder weg. Wissen Sie, es gibt einen viel einfacheren Weg, Blätter loszuwerden, als sie wegzufegen. Also bis bald. Warten Sie! Wie denn? Also, ihr zählt bis 100, damit wir einen Vorsprung haben. Alles klar? Ja! Und passt auf, dass ihr wirklich alle Papierschnitzel aufsammelt. Wir wollen ja nirgendwo Müll hinterlassen. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Aha, ab jetzt gibt's dieses Blätter zusammenfegen und aufsammeln nicht mehr.
Ah, doch nicht so kräftig, mein kleiner wilder Freund. 94, 95, 96. 7, 8, 900. Los geht's! Ja! Ja. Hört sich an, als hätte Herr Junker ein neues Spielzeug. Hallo, Herr Junker. Das Ding funktioniert ja traumhaft. Alle Blätter sind im Handumdrehen verschwunden. Oh, was sehe ich denn da? Da liegt überall Müll rum. Ich nehme an, mein schöner wilder Freund, dass du diesen Müll genauso wie Blätter aufsaugst. Da entlang. Hier liegt noch eins. Ich glaube, sie sind nach links abgebogen. Fertig. Das hast du wirklich gut gemacht. Die Spur hört ja plötzlich auf, Max. Aber in welche Richtung sind sie denn dann? Vielleicht hatte Jan keine Papierschnipsel mehr. Vielleicht sind sie aber doch in die Richtung. Seht mal, Traktorreifenspuren. Wahrscheinlich wollte Jan alles noch ein bisschen schwieriger für uns machen. Na warte, bald werden wir dich haben. Los, kommt! So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis sie uns hier gefunden haben. Und dann gibt's für alle eine Überraschung. Ich werde schon mal den Grill bereitstellen. Wir feiern ein Fest. Seid ihr sicher, dass sie hier entlang sind? Nein, aber wir sind doch eben ganz geradeaus gegangen. Jan würde doch nicht einfach abbiegen, ohne uns irgendwie einen Hinweis zu geben. Hier ist aber nichts zu sehen. Nein, kein Papierschnitzel. Apropos Schnitzel, ich bekomme langsam Hunger. Also gehen wir jetzt weiter geradeaus? Ich glaube ja. Es ist ziemlich spät. Sie müssten doch eigentlich schon lange hier sein. Hallo Jan, schönen Abend zum Grillen, nicht wahr? Ihr wollt doch grillen, oder? Toll, so ein Grillabend. In der Folie gegrillte Kartoffeln. Und Steaks und Würstchen. Wo sind Max und Emma? Sie müssen langsam nach Hause. Ja, nein, sie sind noch nicht da, aber sie müssen schon hier sein. Sie sind nicht hier? Oh, ich dachte, dass du auf sie aufpassen wolltest. Wir haben eine Schnitzeljagd gemacht. Sie müssen schon lange hier sein, aber nur keine Sorge, Michael. Walter ist bei Ihnen und wenn er dabei ist, kann nichts passieren. Walter? Ja, bei ihm sind Sie gut aufgehoben. Hast du auch für mich was? Eine gegrillte Kartoffel oder sowas? Naja, ich müsste... Hallo Jan! Hatten Sie mit den kleinen Rackern Spaß? Ich war ganz froh, dass Thomas mal einen Moment weg war. So konnte ich alle Blätter wegschaffen. Ich habe nämlich eine tolle neue Maschine für diese Arbeit. Ah, das war's also, was ich gehört habe. Und sie schluckt nicht nur Blätter, sondern auch Papierschnitzel, die irgendwelche Trottel auf meinem Hof fallen gelassen haben. Das hätte mich endlose Zeit gekostet, die wegzuräumen, wenn ich meine neue Maschine nicht gehabt hätte. Oh nein. Was ist denn? Sie haben das Papier weggemacht? Ja, natürlich. Was würden die Leute denken, wenn bei mir Müll rumliegen würde? Oh, Herr Junker, das war eine Papierschnitzelspur. Wir haben eine Schnitzeljagd gemacht. Die Kinder sollten dieser Spur folgen. Oh, kein Papier, keine Kinder. Wir sollten sie lieber suchen gehen. Immer noch nirgendwo ein Stückchen Papier? Nein. Und weiß jemand, wo wir sind? Na, im Eulenwald natürlich. Also das weiß ich auch. Aber wo ganz genau im Eulenwald? Wir haben uns verlaufen. Wir haben uns nicht verlaufen. Seht ihr? Wir sind von da gekommen. Von dort. Nein, das stimmt auch nicht. Wir haben uns verlaufen. Sie könnten überall sein. Warte mal. Da drüben. Sieht aus, als wären sie da entlang gegangen. Die Spur hatte sich hier verloren, nachdem Herr Junker das Papier weggesaugt hatte. Vielleicht wollten sie deinen Reifenspuren folgen, kleiner roter Traktor. Okay, Kinder, wir machen es so. Es ist zu dunkel, um weiterzugehen, also machen wir es uns einfach hier gemütlich. Und dann, morgen früh, klettere ich auf einen Baum und finde raus, wo wir sind. Und wisst ihr was? Wir singen ein Lied, um auf andere Gedanken zu kommen. Einverstanden? Ayenga, yenga, yenga, ay, mama, luba, ay, dingel, danga, duga, drr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 
aber ich glaube, dass ich eben einen gehört habe. Ja, der kleine rote Traktor. Ich glaube, die Geräusche kommen von da. Also gut, wir fassen uns bei den Händen. Es darf keiner von uns verloren gehen. Das sind wir doch schon. Aber jetzt nicht mehr. Der kleine rote Traktor hat uns gefunden. Hallo. Wir sind gerettet. Schön, euch zu sehen, Jan. Aber was war mit der Papierspur? Tja, wisst ihr, Herr Junker wird euch das wohl am besten erklären können. Es tut mir wirklich leid. Für diese Überraschung hat sich's gelohnt. Ich sterbe vor Hunger. Ich bin nur froh, dass am Ende noch alles so gut ausgegangen ist. Dank dir und dem kleinen roten Traktor. Ja! Yippie! 2 von 2. Das könnte ein neuer Gosselhof-Rekord werden. 1, 2. Ich weiß, es ist aufregend, aber steh ruhig, kleiner roter Traktor. Ich schaff's nie, wenn du dich immer bewegst. Jetzt geht's los. Und Ruhe, bitte. Und jetzt ab mit dem Ding. Getroffen. Tja, das war aber wirklich ein großartiger Wurf. Es war zwar etwas anders geplant, aber es sind nun mal 3 von 3 Treffern und ich bin jetzt offiziell der Gösselhof-Reifenwurfmeister. Hey, hast du Lust auf ein Spiel? Ich lass dir auch den Vortritt. Ich kann leider nicht. Ich muss Autoreifen für die Werkstatt holen. Aber es findet heute Nachmittag in Plätscherbach eine Auktion statt. Da könnten wir vielleicht hin. Sehr gerne, danke, Nicola. Wir hatten heute Nachmittag noch nichts vor, stimmt's, kleiner roter Traktor? Also, bis später dann. Bis später, Nicola. Anfängerglück. Sieh mal, Mama. Meine Narzissen sind alle aufgegangen. Genau wie Jan es gesagt hat. Die sehen wunderschön aus. Pass auf, wo du hintrittst. Du machst mir sonst noch meinen Garten kaputt. Entschuldige, aber das ist der Wind. Oh! Guten Morgen zusammen. Mann, seid ihr aber alle fleißig. Hallo Jan. Hallo kleiner roter Traktor. Hallo Emma. Du hast wirklich Talent zum Malen, Laura. Oh, danke. Es ist nur ein Hobby. Aber ich liebe es, weißt du? Ich glaube, ich brauche auch wieder ein Hobby. Seit ich mit dem kleinen roten Traktor fertig bin, habe ich nichts mehr zu tun in meiner Freizeit. Versuch's doch mal hiermit. Ich habe noch eine Staffelei und Zeichenpapier. Weißt du was? Ich versuch's wirklich mal. Stehst du mir Modell, kleiner roter Traktor? Oh, das war's wohl. Großer Blauer, guten Morgen. Ich wünsche den Tag ohne Sorgen. Wow. Ein kleines Lied und schon ist der Tag gerettet. Ja, natürlich. Aber wenn es Ihnen nichts ausmacht, möchte ich, dass Sie den großen Blauen auftanken. Und zwar ein bisschen fix, wenn es geht. Ich habe nämlich noch eine Menge auf dem Zettel. Also, hopp, hopp. Sie brauchen ein Hobby, Herr Junker. Dieses ewige Rumgehetze ist nicht gut für Sie. Wenn du schuftest ohne Maß, bleibt dir kaum noch Zeit für Spaß. Da kann ich Ihnen nur recht geben. Ich habe keine Zeit mehr. Es gibt heute Nachmittag eine Auktion in Plätscherbach und Auktionen sind mein Hobby. Die Spannung. Die Aufregung. Soll ich hoch angehen oder lieber niedrig? Kaufen oder verkaufen? Es gibt nichts Besseres. Es geht um Taktik, verstehen Sie, Walter? Ums Timing. Wann den Arm heben und wann warten. Und natürlich muss man zeitig vor Ort sein, um die sich lohnenden Angebote zu kennen. Wirklich? Na dann werde ich Sie ja nachher erleben, Herr Junker. Nicola und ich werden nämlich auch zu dieser Auktion gehen. Ja. So ist es. Oh, ist das der Auktionskatalog? Oh ja, denn es zahlt sich doch immer aus, wenn man vorher einen Blick da hineinwirft. Alle Informationen, die man braucht, findet man hier drin. Nur zu. Sehen Sie sich's gut an. Was? Haben Sie irgendetwas entdeckt, was Lohnendes? Oh, nein, nur eine Magenverstimmung. Nun gut. Ich muss los. Jan, wir müssen zu dieser Auktion. Ich habe das ideale Hobby für dich entdeckt, bei dem ich dir helfen könnte. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, worum es geht. Treffen wir uns da? Okay, wir sehen uns da. Bis dann, Nicola. Was soll das denn sein? Eigentlich sollte es der kleine rote Traktor sein. Naja, er ist rot. Ich glaube nicht, dass ich irgendwie begabt für dieses Hobby bin. Oh, Jan, es braucht Geduld. Du kannst doch nicht schon beim ersten Versuch ein Wunder erwarten. Was meinst du, kleiner roter Traktor? Soll ich aufgeben? Ich verstehe. Auch der kleine rote Traktor ist meiner Meinung.
Nicola sagt, es wird was sehr Interessantes auf der Auktion versteigert, also gehe ich mal los und schau mir an, was es ist. Wir sehen uns dann später. Gut, und danke für den Malunterricht. Bis nachher. Bis nachher. Und dieser wunderbare Köderkasten geht an Herrn Junker. Wie alles. Danke. Wundervoll. Oh, ich liebe diese Auktionen. Was gibt's als nächstes? Das nächste Angebot ist dieser zauberhafte Bär. Der ist ja entzückend. Danke, Herr Junker. Ich habe ein Angebot von 5. Bietet jemand 6? Ja, 6. Ich sehe 6 von dem Herrn in der grauen Jacke. Bietet jemand 7? Mama, Emma und ich gucken mal, wo Jan ist. Ist gut, aber bleibt in der Nähe vom Zelt. Danke, das Angebot ist 7. Kommen Sie, meine Damen und Herren. Was für ein liebenswertes Bärchen. Bietet jemand 8? Seien Sie gegrüßt, Herr Junker. Danke, ich habe 8 gehört von dem Herrn in dem übergroßen Pullover. Nimm den Arm runter. Der Mann denkt, dass du mitbieten willst. Jan, da bist du ja. Wieso bist du denn so aufgeregt? Was hältst du von dem da als neues Hobby? Der ist ja fantastisch. Da müsste man eine Menge Arbeit reinstecken. Das könnten wir doch zusammen machen. Na komm schon, Jan, du brauchst doch ein neues Hobby. Oh, der kleine rote Traktor hat Angst, dass er einfach ersetzt wird. In Wahrheit brauche ich seine Hilfe, um den hier wieder hinzukriegen. Och, mach dir keine Sorgen. Niemand kann den kleinen roten Traktor ersetzen. Als erstes muss er das Ding zu euch schleppen. Es geht nur um ein Hobby für Jan, das ist alles. Du hast recht. Wir sollten es ersteigern. Wow, was ist das? Das ist eine sehr alte Zugmaschine. Sie ist schon über 100 Jahre alt. Sie hat damals schon die Sachen gemacht, die heute Traktoren und Lastwagen erledigen. Wie viel kostet die? Ich habe keine Ahnung. Steht kein Preis dran. Auch keine anderen Informationen oder sowas. Die Einzelheiten stehen vielleicht im Auktionskatalog. Oh, aber den habe ich nicht. Aber Herr Junker hat einen. Lass uns mal sehen, was wir rauskriegen können. So machen wir's. Noch ein Angebot für diesen liebreizenden Teddybären? Sonst geht er für 30 an Herrn Junker. Zum Ersten zum... Hallo, Walter! Moment, noch ein Angebot. Das ist sehr großzügig. 31 von dem Herrn im Pullover. Und zum Ersten... Hallo, Stumpi! Und ein neues Angebot. Ich danke Ihnen vielmals. 32 von dem Mann in Orange. Wer? Was? Meint er etwa mich? Was geht hier vor? Dieses Teddybärchen geht an den Herrn in dem modischen orangefarbenen Anzug. Oh, danke! Hab ich was gewonnen? Nein, Walter, Sie haben für viel Geld diesen Teddybären ersteigert. Tatsächlich? Als nächstes haben wir diese wundervolle alte Zugmaschine. Sie ist ein bisschen betagt, aber mit etwas Arbeit kann man ein Schmuckstück daraus machen. Was darf ich hören? Ach, wer will denn schon dieses rostige alte Ding haben? Also für mich gehört das auf den Schrottplatz. Jan, jetzt ist dieses Traktording dran. Diese Zugmaschine, ja? Aber wir wissen nichts darüber. Herr Junker hat doch einen Katalog. Ich frag ihn, ob wir da mal reingucken dürfen. Stumpi, lass bloß den Arm unten. Das kann ein teures Vergnügen werden. Oh, ich glaub nicht, dass wir da mitbieten wollen. Stimmt doch, Schatz. Darf ich da mal reingucken? Nicht doch, ich bin beschäftigt. Danke, Herr Junker, sehr großzügig. Emma, ich versuche mich auf die Auktion zu konzentrieren. 200, vielen Dank. Und 250 von Herrn Junker. Oh, vielen, vielen Dank. Was für eine aufregende Auktion. Das ist eine ganze Menge Geld. Ich bin überrascht, dass Herr Junker plötzlich an so alten Sachen interessiert ist. Das ist er doch sonst nicht. Wer bietet mehr? Herr Junker, kann ich bitte mal in den Katalog sehen? Was soll denn das? Ja, was sehe ich? 400 von Herrn Junker. Was sagt man dazu? Noch ein Angebot? Und zum Ersten? Hä? Zum Zweiten? Was? Nein. Augenblick, ich habe doch nicht geboten. Nein, hören Sie, ich habe doch nur... Aber. Glückwunsch, Sie haben es geschafft. Ich bin richtig ein bisschen neidisch. Was für ein wunderbares Stück. Was wollen Sie damit machen, Herr Junker? Aber ich wollte das Ding überhaupt nicht haben. Ich hab doch einfach nur versucht. Ach, was soll ich denn bloß mit dem rostigen alten Ding anfangen? Ach, verflixt! Wenn Sie wollen, könnten wir zusammenlegen und Ihnen die alte Zugmaschine abkaufen. Das würden Sie tun? Oh, da wäre ich richtig erleichtert. Jetzt hast du ein Hobby, in das du dich richtig reinknien kannst. Bist du sicher, dass der kleine rote Traktor die abschleppen kann? Sie sieht wirklich sehr, sehr schwer aus. Kein Problem. Sowas machen wir jeden Tag. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Ich kann's kaum erwarten, mit meinem neuen Hobby anzufangen. Ich hab dich so blitzblank poliert, dass ich mich in dir spiegeln kann, kleiner roter Traktor. Und, sehe ich gut aus? Hallo, Jan! Hallo, kleiner roter Traktor!
Hallo, ihr zwei. Ihr kommt gerade rechtzeitig. Rechtzeitig? Wofür denn? Für eine schöne Fahrt im Hänger vom kleinen roten Traktor. Toll! Klasse! Gut, ich muss nämlich Herrn Junker frische Milch liefern. Also kommt ihr gerade zur rechten Zeit. Das ist aber eine Menge Milch für einen Tag, stimmt's? Ja, wir brauchen nur 3 kleine Milchkannen voll. Tja, er braucht so viel Milch für den Käse, den er daraus macht. Also gut, klettert drauf und dann geht's los mit unserer Milchauslieferung. Onkel Jasper, was ist das? Tja, also das, Thomas, ist etwas, das beim Plätscherbach Käsefestival den 2. Preis gewinnen wird. Den 2. Preis? Aber wer wird denn da den 1. Preis gewinnen? Auch ich natürlich. Ich stelle einen neuen Blauschimmelkäse ein vor. Ein Blauschimmelkäse? Er ist natürlich nicht ganz blau, verstehst du, Thomas? Er hat nur ein paar blaue Stellen dort, wo sich der Schimmel gebildet hat. Schimmel? Du meinst, dass du deinen Käse absichtlich verschimmeln lässt? Und so etwas essen die Leute? Sie essen ihn nicht nur, Thomas. Nein, sie genießen ihn, seine volle Reife. Hier, probier mal ein Stück. Boah, wie der mieft. Meine Delikatesse. Ich glaube, da schmecken meine Stinkesocken noch besser. Guten Morgen, Herr Junker. Ich hab die Milch für... Wow, das nenne ich mal einen Käse. Ja, ich bin sehr stolz darauf. Ach, und weil Sie gerade hier sind, Jan, vielleicht könnten Sie mir helfen, ihn auf den Hänger vom großen Blauen zu heben. Ja, mach ich doch gern. Blauer Käse? Ja, die blauen Stellen sind Schimmel. Wie geht? Aber wer ist denn bloß Schimmel? Also ich nicht. Hey, komm doch mit zu uns nach Haus zum Spielen. Ja, da macht Mama ganz normale Käsebrötchen für uns. Oh, ja, gerne. Junker, guten Tag. Ah, Walter. Etwas von meinem Edamer? Ja, bringe ich Ihnen gern welchen vorbei. Aber ich bin in Eile. Sehr wichtige Käsegeschäfte. Ja, ist gut. Also bis später. Onkel Jasper, kann ich mit Emma und Max spielen gehen? Ja, geh ruhig. Ich meine natürlich nur, wenn eure Mutter nichts dagegen hat, Emma. Nein, hat sie bestimmt nicht. Ich lade nur die Milch ab und dann bringe ich euch zum Rosenwinkel. Walter? Walter, ich hab Ihren Käse. Nicola, Walter, ist jemand da? Sieht aus wie eine Nachricht. Lieber Herr Junker, ich musste Nicola zu Freunden fahren. Danke für Ihr Verständnis, Ihr Freund Walter. P.S. Bitte vergessen Sie den Käse nicht. Das ist der einzige Grund, warum ich hier bin, Walter. Hier habe ich ihn. Und eine Probe vom Plätscherbach Blauschimmelkäse dazu. Umwerfen, das ist ein Käse. Also, lieber Walter, hier nun der bestellte Käse und eine kleine Überraschung. Willst du wirklich nicht zum Essen bleiben? Das ist sehr nett von dir. Aber ich muss zum Tanken mit dem kleinen roten Traktor. Außerdem habe ich gut gefrühstückt heute Morgen. Komm, kleiner roter Traktor, los geht's! Hallo? Ist jemand... Was stinkt hier bloß so? Walter? Walter! Hallo, Jan. Ich hoffe, du hast nicht so lange, Jan? Das hat nichts mit mir zu tun. Und auch nicht mit meinen Socken. Oi, genau. Ich frag mich, kommt das vielleicht vom Abwasser? Ja, jedenfalls stinkt es so. Besser, wenn ich mal nachsehe. Das bedeutet ja, alles aufzugraben? Ich weiß, aber dieser Gestank macht mich wahnsinnig. Würdest du mir helfen? Tja, also gut, mach ich. Danke, Kumpel. Ist schon furchtbar spät. Komm, großer Blauer, wir nehmen eine Abkürzung. Hey, das ist ein Leben, was, Flitzer? Oh. Oh, das gefällt mir. Oh. Vorsicht, Flitzer. Schneller, Flitzer. Schneller. Seht mal, da kommt Stumpi. Aber was ist denn das da hinter ihm? Du meine Güte, pass auf, Stumpi. Hilfe. Oh nein. Ist alles in Ordnung, Stumpi? Oh, nichts passiert, zum Glück. Ich bin nur...
Ich steck fest. Was macht Stumpi denn im Gewächshaus? Er steckt fest. So, armer Stumpi. Von dem Käse gefangen genommen. Ich werde wohl besser Hilfe holen. Immer noch nichts gefunden. Und es stinkt noch genauso schlimm. Oh, wem sagst du das? Hallo Jan, wir haben ein Problem zu Hause. Stumpi steckt im Gewächshaus fest. Ein großer Käse blockiert ihn Es stinkt unglaublich hier. Tja, ich weiß, meine Turnschuhe müffeln ein bisschen, aber so stark war es bisher noch nie. Entschuldigung. Nein, das kommt nicht von dir, Michael. Kein Grund zur Sorge. Weißt du, ich werde sie waschen, wenn wir Stumpi befreit haben. Aber um diesen Käse wegzuräumen, brauchen wir dich und den kleinen roten Traktor. Da gibt's ein kleines Problem, Michael. Der kleine rote Traktor wird bestimmt nicht über diesen Graben rüberkommen. Tja, ich frag mich, warum ihr das gemacht habt. Walter, hast du nicht ein paar dicke Bretter oder sowas? Also gut, kleiner roter Traktor. Fahr so langsam wie möglich. Sehr gut. Ganz vorsichtig. Geschafft. Okay. Und jetzt kümmern wir uns um den Käse. Das war's, Stumpi. Wir holen dich da im Handumdrehen raus. Gut. Oh, hier wird's langsam ein bisschen heiß. Oh, danke, Jan. Danke, kleiner roter Traktor. Ich glaube, du kannst jetzt ein kühles Getränk gebrauchen, Stumpi. Kann man wohl sagen. Und wie steht's mit dir, Jan? Danke, aber ich muss wieder zurück zu Walter fahren. Ich glaube, der hier gehört unserem Herrn Junker. Hallo, Walter. Hallo, Herr Junker. Was gibt's? Mir hat jemand meinen preisverdächtigen Käse gestohlen. Ich wollte ihn zum Käsefestival bringen, aber als ich da war, war er weg. Walter, was machen Sie hier eigentlich? Ich grab alles auf, damit ich weiß, wo dieser fürchterliche Gestank herkommt. Fürchterlicher Gestank? Walter, das ist das unwiderstehliche Aroma vom Plätscherbach-Blauschimmelkäse. Was? Mein neuer Käse. Ich habe Ihnen eine Kostprobe mitgebracht, aber Sie waren nicht da. Ich hab's dann einfach an... Ha, hier ist er ja. Sie meinen, dieser Gestank kommt von dem Käse? Puh. Plätscherbach Blauschimmelkäse. Mein großer Käse. Ja, Ihr großer Käse. Er muss Ihnen davongerollt sein. Hat eine ganze Menge... eine Menge durcheinander... gebracht. Walter, der Gestank wird immer schlimmer. Wenigstens wissen wir jetzt, was es ist. Es ist das Zeug da. Es war dieser stinkende Käse. Wir haben umsonst gegraben. Ich war anscheinend die Ursache einiger Unannehmlichkeiten. Tut mir leid. Vielleicht kann ich Ihnen helfen, den Graben wieder zuzuschütten. Nein, nein, nein. Gehen Sie bitte einfach und nehmen Sie Ihren Käse mit. Er treibt mir die Tränen in die Augen. Ich verstehe. Mein Käse wird ja nicht geschätzt. Dann nehmen Sie ihn, Jan. Nein, ich meine... Ich dachte, dass der kleine rote Traktor und ich Ihren Riesenkäse zum Festival fahren. Was halten Sie davon? Oh, vielen Dank. Und ich kann Ihren Blauschimmelkäse nicht probieren und gleichzeitig noch fahren. Kein Problem. Ich habe Ihnen vorhin ein großes Stück davon auf Ihren Küchentisch gelegt. Hm, vielleicht hätte ich ihn in den Kühlschrank legen sollen. Ach, was soll's. Also, bis dann. Oh nein, der wird inzwischen mein ganzes Haus voll gemieft haben. Sieht aus, als würde ich die Nacht heute bei dir in der Scheune verbringen, kleiner roter Traktor.